Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinen Update-News vom 15.03. Ja, wie erwartet, es ist da, das Fortuna Festival und mit ihm Sean, der griesgrämige Kobold, der uns jetzt in, ja ich glaube, stündlichen Abständen dazu bringt, hinter seinem Regenbogen herzujagen. Denn am Regenbogen hat er sein Gold verloren oder zumindest einen Teil des Goldes, das findet ihr dann immer am Ende des Regenbogens und müsst es aufsammeln. Dafür ist ein kleines Minigame vonnöten und bei diesem Minigame könnt ihr bis zu 10 Goldstücke bekommen, die ihr dann wiederum bei Sean, solange er denn noch da ist, einlösen könnt. Ja, ist also wieder die große, große Jagd auf den Servern hinter dem Regenbogen her. Ich bin gespannt, wie die Server es dieses Jahr verkraften. Der Regenbogen erscheint willkürlich in gewissen Zeitabständen an verschiedenen Orten. Das sind Golden Hills, Dew's Farm in Epona, die Vergessenen Felder, Valday See, die Everwind Felder, die Goldenen Felder und in Forgrove. Also haltet die Augen auf und am besten auch immer den Global Chat im Auge, denn da sind auch ganz schnell immer die Nachrichten da. Das kennen wir schon vom letzten Jahr. Und ja, was muss man sonst noch wissen zum Regenbogen? Wenn ihr euch ganz frisch einloggt, dann erschreckt nicht, auch wenn es eigentlich an der Zeit ist, dass ihr den nicht seht, denn das klappt manchmal einfach nicht. Einfach ein bisschen Geduld haben oder eben früh genug einloggen, ne? Nicht, dass ihr dann online kommt und kein Regenbogen in Sicht ist. So, dann kommt der Regenbogen tatsächlich auch nur tagsüber. Das ist ganz angenehm, somit ist unsere Nachtruhe gesichert und wir müssen nicht wegen dem Regenbogen nachts noch aus dem Bett. Und ja, ihr könnt, wie gesagt, maximal 10 Regenbogen-Goldstücke einsammeln und dafür braucht ihr natürlich auch Platz in eurem Rucksack. Ne? Da also drauf achten. Ich neige da ja auch immer zu, den Rucksack so richtig schön voll zu müllen und dann wird es problematisch. Also vorher Platz schaffen und dann erst auf die Goldjacht gehen. Ja, das war es eigentlich zum Fortuna Festival. Was es da für Items gibt, da bin ich schon mega gespannt. Wir werden es erleben. Und ansonsten gibt es wohl noch Neuigkeiten für die Modefans, denn die Jorvik Fashion Week kommt wieder auf uns zu. Und wer da Näheres wissen möchte, der muss wohl in die Mall, denn da hängen Plakate rum. Ich gehe jetzt da auch gleich noch gucken. Ja, der Pferdemarkt, der ist diese Woche nicht da. Eddie und Ferdinand sind wohl auch damit beschäftigt, das Gold vom Fortuna Festival zu suchen. Wird dann aber nächste Woche wieder für uns verfügbar sein. Ja, ihr Lieben, das war's dann eigentlich vom dieswöchigen Update. Naja, wir haben ja jetzt tatsächlich was zu tun, also können wir uns ja nicht beschweren. Es heißt, ja, auf geht's auf Goldjagd hinter dem Regenbogen her. Und ich denke, wir werden uns sehen, entweder bei der Regenbogenjagd oder in einem Video oder als Stream, wie auch immer. Ich hoffe, ihr habt Spaß die Woche mit den Regenbögen und dem Update. Wir sehen uns. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.